Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Europa Universalis 4 mit Engeland. Ja, wir sind hier und wollen dahin. Das ist, glaube ich, auch zu Gange. Das ist jetzt dann klar, dass wir da übersetzen. Ich denke, wenn unsere Einheiten auf der Insel sind, was war das, Sardinien oder Korsika? Ich glaube, das ist Korsika, das ist Sardinien, ne? Dann sind die drauf, dann haben die zwei Ländereien, um die zu besetzen. In der Zeit fahren wir zurück und holen unsere 14 Leute hier aus London ab und gucken zu, dass wir irgendwo helfen gehen. Castille ist hier unten. Die bauen gerade Truppen. Hier oben haben wir Aragon. Hier haben wir die Provence sitzen. Und da haben wir Frankreich sitzen mit 18. Die Franzosen haben hier nochmal 15. Da sind nochmal 5. Ich glaube, wir sollten, weil ich glaube, die sind gerade alle im Süden, von hier oben mal aufräumen, damit wir das ein bisschen entzehren. Ideal wäre natürlich hier diese beiden, also Lothringen erstmal anzugreifen und Provence, um dass die kaputt sind, in Anführungsstrichen. Das wieder befreien und das nehmen zum Beispiel, obwohl, ne, das ist eine Flotte. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Gut, aber erstmal da an Land gehen, lassen wir weiterlaufen. Die laufen da jetzt rüber. Und wenn die drüber sind, dann kommt schon. Geht an Land. Gehen die nicht an Land? Okay, jetzt geht's auf jeden Fall. Seine Zeit gebraucht. Was ist da? Okay, das ist Besetz Horse oder so ähnlich heißt das. Wird von Frankreich besetzt. Okay, die Truppen wollten wir jetzt zurückschicken nach dort oben. Die Truppen gehen mal dahin und lass weiterlaufen. Und dann gucken wir uns an, was hier läuft oder nicht läuft. Das sieht nicht so dolle aus. Hier unten sind allerdings 12 Einheiten der Spanier. Wäre zu überlegen, vielleicht doch hier unten erst hinzugehen. Die rotten sich zusammen. England besetzt. Okay, das heißt, wir können da drüben rüber marschieren. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das bedeutet weitermachen. Die Truppen ziehen sich hier zusammen. Ich glaube, wir landen hier vorne gleich an und unterstützen erstmal hier Castille. Wer ist das denn? Ach, Nevada. Okay, das bedeutet, dass dahin und die Flotte geht nur dahin. Ne, dahin. Okay, die kommen denen entgegen. Dabei jetzt gerade die französische Flotte. Achso, wir können mal gerade diese Schiffe damit hinstellen und die vereinen, damit wir schlagkräftiger sind, weil die jetzt einzeln durch die Gegend zu schippern oder gar nichts zusammen zu machen, wäre auch Blödsinn, ne? So, das verbinden, da anlanden. Das kann man gut lesen mit den Fragezeichen. Das ist Polen, okay. Gut, lassen wir weiterlaufen. Hier unten schlagen sich keine Ahnung, wer sich da gerade geschlagen hat. Castille hat auf jeden Fall 12 und 9. Sieht gar nicht so schlecht da unten aus, oder? Weiterlaufen lassen. Das nehmen und da runterfahren. Okay. Ich glaube, die haben gerade einen auf die Mütze gekriegt, die Aragoner. Was war da unten mit 18, denn ich dachte, das wären 28 gewesen, sind aber nur 18. Hier sind es 10 zu 9, okay, 10,9. Dann würde ich sagen, rennen wir auch darüber. Und, warte, jetzt mache ich gerade eine Pause, das wird mir alles zu wild sonst. Die fahren darüber und holen die da ab. Unser Kriegsstand ist 7 plus, das ist schon mal was. Aragon. Da kann man noch nichts machen. Ne, lass mal erstmal laufen. Unsere Truppe fährt dann da runter und die andere Einheit kommt hier rüber. So. Die ziehen dann da rein. Hier oben ist nochmal Aragon mit 14 Leuten vertreten. Okay.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht was Verkehrtes machen. Wo laufen die hin? Die bleiben stehen. Nicht, dass uns einer den Weg abschneidet oder sowas. Nee, passiert nichts. Das hat geklappt. Die unterstützen uns da. Die Spanier gehen da rein. Da ziehen wir da auch rein. Na, das hat nicht geklappt. Okay, das läuft. Kriegen wir die. Jetzt müssten natürlich die... Ja, die ziehen nach. Ja, super. Das sieht gut aus. Aber die kommen auch noch. Ah, wir müssen die Schlacht vorher gewinnen. Super. Und das sind 18. Und die kommen zu spät, die Franzosen, und bekommen hoffentlich jetzt auch einen auf die Nase. Ah, sieht nicht ganz danach aus, ne? Wer ist denn das? Ah, Lothringen kommt jetzt noch hinterhergezogen. Das ist schlecht. Aber da kommt auch... Nee, das war nochmal Aragorn, ne? Die Schlacht haben wir verloren. Schade. Ja, wir hätten jetzt natürlich hier anlanden können, ne? So ein Shit aber auch. Jetzt sind die Schiffe natürlich da. Und die Truppen. Nee, warte, da war das so. Wo ziehen wir hin mit denen? Wir befreien da unten erstmal was. Gut. Das ist natürlich jetzt schwach, aber okay, ist so. Die ziehen uns hinterher, oder was? Die Franzosen. Wo fahren die denn lang? Komisch. Naja, müssen wir erstmal so machen. Unsere andere Truppe, wo läuft die hin? Die läuft da hoch. Die Mera. Da ist jetzt Ausruhen angesagt, oder was? Eine andere Reserve wird aufgefüllt. Die sind mit 13 unterwegs. Wir haben noch 5 da. War das die Hauptstreitmacht von denen? Sieht so aus, ne? Die 12 sind da. Die Flotte, gucken wir mal. Oh, wir stellen mal die hin. Ich glaube, die stellen wir hier unten hin. Aber die Franzosen waren da oben. Vielleicht sollten wir die französische Flotte erstmal vernichten. Gut, lass weiterlaufen. Das ist ein Bündnisangebot von, wenn wir nicht waren. Gut, gucken wir, was ist das mit dem Bündnisangebot? 5 Einheiten haben die. Das ist die gute Frage, was wir hier nachher mitmachen, ne? Wie gut sind die? Was bringen die uns? Wer ist das hier? Schottland fährt da rum. Wenn wir die jetzt... 5 Einheiten. Wenn wir nachher die Insel hier ausbreiten und das über Leinster machen würden, wäre ja auch nicht verkehrt, ne? Und das unser Vasall wird. Ja. Nachher können wir den integrieren. Bringt's das? Das ist die Frage. Das sind Boote von denen, oder? Zweite Flotte, kein Anführer. 3 Schiffe sind das. Ich glaube Barken, oder? Was ist das? Ich glaube, das ist alles hier in einem Sektor, das wir dann so angezeigt haben. Da ist die dritte Flotte, das ist ein Transportschiff. Krass. Ist hier irgendwo anders noch was von denen? Ich glaube nicht, ne? Wir sind im Krieg und die bieten uns ein Bündnis an. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Nee, ich glaube, das lehnen wir erstmal ab. Und lassen weiterlaufen. So. Kastilien besetzt. Okay. Die darüber. Und die haben da was befreit. Okay. Was machen die jetzt hier, ne? Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell da helfen gehen. Ich glaube, das schaffen wir aber nicht mehr. Da kommen wir zu spät. Ja, und dann können wir auch wieder umdrehen. Ist das Aragorn? Ja.
Gleich angreifen, gleich kaputt machen. Okay. Na, ich glaube, das kriegen wir aber hin, oder? Gut, hat geklappt. Die müssen wir unbedingt klein halten halt, ne? So, wo ist unsere zweite Einheit hier? Die sind mit 11 schon wieder da unterwegs. Oh, 13 sind da oben. Dann lass uns mal dahin gehen. Oder besser da. Ja, ich glaube, die bleiben stehen hier und wollen da... Ach, die sind an der Festung sogar zugange. Wow. Das sind 14 Einheiten. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil das hier jetzt so getrennt ist, ne? Ein bisschen laufen lassen wieder. Da oben, das ist, man sieht, ja, ich müsste weiter rauszoomen, dann sehe ich das. Wer ist denn hier so vertreten? Achso, Castille ist daneben. Ja, okay. Weiter laufen lassen. Die Franzosen sind hier in Toledo. Was läuft denn hier oben rechts lang? Aragon, 2,5, also 3000. Lothringen, ist auch nicht viel. Provence, gar nichts oder was? Naja, dann. Da kommen nochmal 2000 Nachschub. Was ist? Kastilien besetzt. Okay. Okay. Und die Provence, wenn wir da jetzt mal gerade angreifen. Kriegen wir die noch? Ja. Was ist das? Belagerung von Normandie haben wir verloren. Okay. Da waren jetzt 18 Truppen zugange von denen. Wow. Okay. Da laufen 16 Mann lang. Und die kommen, ne? Ne, Pause ist schon richtig. Jetzt haben wir aber verloren, oder was? Jetzt kriegen wir auf die Mütze, oder wie? Ja, das kann nicht sein. Ach so, das ist nur eine Einheit von der Provence. Die reiben wir gerade auf, okay. Gut. So, das bedeutet, was machen wir jetzt? Da waren gerade ganz viele. Tendenziell neige ich dazu, dass wir weiter hochkommen. Das hat unten keinen Sinn irgendwie, weil wir da jetzt wieder gerade gegen niemanden kämpfen alleine, ne? Die sind schon durch. Dann lass uns das da noch machen, weil die Castilla da sind. Warte mal, da müssen wir gerade aufpassen, was da passiert mit den Franzosen. Wo ist das? Go to. Ah, super. Das hat gut geklappt, ne? Die sind komplett aufgerieben worden. Okay, das bedeutet, ja... Ja, ist jetzt etwas schwierig, ne? 4 Einheiten da. Andere Chance haben wir jetzt nicht, weil die alle aufgerieben sind. Lass mal weiterlaufen. Das ist Aragon. Das ist Castille. Ist gerade ausgeglichen, der Kriegsstand. Steuerannahmen minus 10 und hier Autonomie minus 005. Dezentralisierte Regierung. England bekommt mächtige Adlige. Ja, was soll man da nehmen, ne? Ja, diese Rebellengeschichte ist auch doof, ne? Komm, wir machen mal das. Da unten kommen 17 Franzosen, ne? Irgendwie läuft's gerade nicht so. Da sind 18. Wir müssen gucken, dass wir unsere Einheiten gleich zusammenkriegen, die da frisch auskommen. Einmal wenn man in unseren Diensten ist gestorben. Okay. Haben wir denn eigentlich hier einen Anführer dran? Nö. Haben wir überhaupt einen Anführer? Ich glaube nicht. Das ist auch so ein Ding jetzt, wa?
Doch, wir haben einen. Wo ist denn der unterwegs? Das kann doch nicht sein, oder? Wo ist denn der, bitteschön? Ach so, fremdes Territorium, alles klar. So, warte mal. So geht das jetzt? Ja. Anführerin. So. Warte, die müssen schnellstens weg erstmal. Weil die Franzosen sind dann doch zu stark. Ein Geschenk, König, eine große Spende in Höhe von 10. Von wem denn? Tunesien. Okay. Alles wie es sein soll. Die wollen Calais haben, die Burgunder. So. Wir ziehen uns noch weiter gerade zurück. Das kann man noch nicht angehen. Das ist zu gefährlich. Nochmal einen runter. Kurz gucken, was hier unten so los ist. Oh, 17 Franzosen da. Sieht gerade nicht gut aus da unten. Da sind 18 aus der Kastille. Gehen wir da hin, die machen das da. Kriegsstand 10, warte mal, wir können noch mal jetzt gerade hier versuchen, einen Frieden zu kriegen, oder? Geht da was? Wir haben keinen Diplomaten, der das machen kann, okay. Diplomaten, was machen die erstmal? Ja, ach so, das ist da, das ist auch da. Ich glaube, wir müssen einen jetzt mal einen abziehen. Und da das am wenigsten ist, na, machen wir das jetzt. Okay. Na, das war jetzt blöd, dass wir da keinen frei haben. Um den Frieden zu verhandeln, auf Deutsch gesagt, ne? 5 Tage sind rum. Kriegsstand ist noch 10. Dann lass uns das nochmal checken. Na, das hat ja jetzt gut geklappt, oder? Doch, geht da. Kann man irgendwo was, irgendwas machen? Wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Wert des Friedens ist hier nix. Ne, lassen wir, geht noch nicht. Auch wenn wir 10% haben, bringt das wohl nichts. So, Verein. Jetzt haben wir einen Stand von 11%. Die marschieren wo lang? Ich glaube, da gerade rein, oder? Und wir? Was machen wir? Gute Frage, ne? Wer ist das? Lothringen. Gehen wir doch mal dahin. Aber die marschieren dahin. Okay. Wo sind die aus Kastil? Die sind wieder zurückgezogen. Alles klar. 18. Dann hätten wir 36. Wäre jetzt dann auch ein Angriff wert, ne? Wenn es denn dann geht. Warte, man kann nicht. Limousin wird von Frankreich. Achso, die haben das gerade befreit. Okay. Was ist das? Okay, da oben war. Wir sind da oben rumfliegend. Aragon mit 17, okay. Läuft gerade schlechter. Mein König Toulouse wird von England besetzt. Super. Gehen wir da rein. Wo gehen die hin? Die Spanier. Wir sollten mal gucken, dass wir hier irgendwen. Aber die werden nicht folgen, das ist unser Problem, ne? Oh, wow, 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 wow. Wer ist denn jetzt in der Nähe? Keiner.
Ich glaube, das läuft gerade schlecht. Die Spanier kommen, oder? Oh, die laufen jetzt nicht rüber. Boah, das war jetzt natürlich 41, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das war gerade eine richtig schlechte Entscheidung. So. Da ist auch nichts übergeblieben. Das war jetzt ganz schlecht. So, das bedeutet, wir müssen hier oben noch weitermachen. Ja, müssen wir jetzt mal gerade wieder eine Armee aufstellen, ne? Wo sind unsere Schiffe? Die liegen da. Die können dann mal gleich schon hier hin. Wen haben wir hier stehen? Schottland, ne? Okay. Doof gelaufen. Jetzt können wir Kastil nicht helfen. Kriegsmüdigkeit. Verringern wir mal gerade zweimal. Stabilität steigern wir auch. So, Truppen werden überall gemacht. Nur aufpassen, dass wir die gleich zusammenziehen. Okay, jetzt ist die erste Einheit da. Den Anführer reinsetzen. Dass die zweite Einheit gleich hochziehen. Und dann weg da. Wo geht Aragorn spazieren? Gute Frage, ne? Gehen wir hoch bis in die Normandie, oder? Warte mal. Ja, das ist eine. Ach so. Da lang? Nee. Das will ich gar nicht, das will ich wegmachen. Macht er das jetzt wieder? Und jetzt fahren die dahin, ne? Ich würde den Befehl gerne abbrechen, aber ich glaube, es geht gar nicht jetzt mehr. Na, jetzt kriegen die Bretagne, ne, die sind ja nicht mit dem Krieg, ne? Gut, aber wir sind mittendrin, es war, aber das nützt jetzt nichts. Ich glaube, wir werden jetzt mal gerade eine Unterbrechung machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.